Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße zurück und willkommen bei der Tagesenergie vom Montag, den 20. November 2023. So, Wochenenergie, Wochenprüfung haben wir. Ja, pass auf, was du fühlst und ob es die Wirklichkeit ist. So, und wir schauen jetzt speziell auf den Montag. Da wird das ja meistens ein bisschen präziser, sage ich jetzt mal. Jetzt wieder annehmen. Annehmen haben wir als Mittelpunkt in der Wochenenergie gehabt. Jetzt sollst du annehmen. Auch den Abschied annehmen, denn das ist die Lösung. Also, annehmen, was ist. Annehmen, was du fühlst. Das ist hier schief. So. Denn durchs Annehmen kommt die Lösung. Oder auch durchs Annehmen und Verabschieden kommt die Lösung. Also, wer die Wochenende gehört hast, du sollst überprüfen, ob die Emotion, die du gerade bei einer Situation empfindest, real ist, jetzt wirklich so ist, oder ob die Emotion aus der Vergangenheit kommt, weil etwas Ähnliches schon mal passiert ist. Und annehmen, verabschieden, wenn es eine vergangene Emotion ist, und das jetzt neu bewerten, neu anschauen, dann kommt auch die Lösung. So, hier, das ist jetzt mal sehr allumfassend. Schauen wir mal, ob wir es deutlicher kriegen. Jetzt darfst du auch deine Freizeit annehmen, du darfst runterfahren, du darfst schöne Dinge erleben. Und wenn du es verabschiedest, ist es auch vorbei. Lass uns mal gucken hier. Annehmen des Reichtums, das ist was Schönes. Und die Lösung kommt beim Relaxen und beim Hobby. Wenn du es verabschiedet, ist vorbei. Ja, aber hier haben wir nichts, was du... Jetzt warte mal, ich gucke jetzt erst noch hier weiter, bevor ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle. Freude oder Kinder, Familie, Gespräche und Energie. So, und jetzt Abschied und vorbei. Ganz speziell universelle Hilfe. Okay. Also. Naja, da muss man näher herfahren, dass wir uns auch die sehen. Auch ich habe mein Kippding hier wieder kehrtrum drauf. Kippt es ja andersrum. Und so sehen wir das ja mal. So. Hier ist beides drin. Also, hier ist drin. Kinder kehren in die Familie zurück, kommen wieder heim, kommen wieder in die Stadt oder. Die Freude kehrt zurück in die Familie, man spricht wieder miteinander und so weiter. Der Abschied ist vorbei. Das heißt also, wir mussten, weiß der Himmel wie lang, irgendetwas nicht verabschieden, sondern vernachlässigen, hinten lassen, nicht leben, weil vollkommen wurscht. Und jetzt ist dieses, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, dieses, was wir nicht tun konnten, weil vorbei. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder hier reichlich zu uns kommen, reichlich runterfahren, weil die Lösung wirklich auf der Hand liegt. Wir bekommen die Energien der Lösungen eigentlich hier geschenkt. Wir kriegen universelle Hilfe, dass dieser Abschied vorbei ist. Also was du immer auch verabschieden musstest in der Vergangenheit. Du konntest nicht in Urlaub fahren. Also du musstest deinen Wunsch, in Urlaub zu fahren, verabschieden, weil es Geld nicht gelangt hat. Du musstest, keine Ahnung, verabschieden,
regelmäßig auszugehen, weil deine Kinder klein sind. Oder. Vollkommen wurscht. Das ist jetzt vorbei. Da bekommst du eine Lösung. Also universell heißt, die kann überall herkommen. Also das können deine Helfer sein. Das ist nämlich die Karte der Helfer, deiner Schutzengel und so weiter. Aber das ist im Spirituellen. Die kann überall herkommen. Aber du kriegst auf jeden Fall eine Lösung präsentiert, um dir das Leben leichter zu machen. Hier darfst du annehmen und du siehst es, du darfst relaxen, du darfst ins Hobby gehen, du darfst das Leben genießen, du brauchst es nur annehmen. Und da hilft uns die Wochenenergie sehr, denn da werden wir darauf hingewiesen, Situationen, guck deine Emotionen an, sind sie Vergangenheit oder sind sie jetzt gerechtfertigt? Fällst du in die Angst der Vergangenheit oder ist sie jetzt gerechtfertigt? Wenn nicht, verabschiede sie und schau sie neu an. Und wenn wir das beherzigen, dann kommen erstens Lösungen, denn diese, hatten wir diese nicht auch in der Wochenenergie, glaube ich schon, weil wir nicht mehr in die Emotionen fallen. Und hier ist es eben, es startet hier Energien, hier haben wir spezielle Energien liegen, die wirklich für uns sind, die dafür da sind, dass du dein Leben genießen kannst, deine Freizeit, dein Hobby, deine Familie, wo auch immer dir dein Herz hinfließt, darfst du annehmen, denn es gibt für alles eine Lösung. Man kann Gespräche führen und kriegt auch Zustimmung. Das heißt nicht, dass dir jetzt jeder recht gibt, aber man fängt an, auch andere zu verstehen, zu akzeptieren, zu tolerieren, auch wenn sie Meinungen haben, die meinen nicht entsprechen. Denn nur weil ein Mensch eine andere Meinung hat wie ich, ist er immer noch ein lieber Mensch, wenn ich ihn liebe. Ja, er hat eine andere Meinung. Das ist nichts Verkehrtes, es ist seine Meinung. Darf er haben. Das ist etwas, was wir uns die letzten 3 Jahre und darüber hinaus absolut abtrainiert haben. Jeder, der eine andere Meinung hat, ist böse. Das ist Quatsch. Wir hatten schon immer andere Meinungen. Unser ganzes Leben lang hatten wir andere Meinungen. Du mit deinem Mann, du mit deinen Kindern, du mit deiner Freundin, mit deiner Arbeitskollegin. Brauchst doch bloß schauen. Ganz, ganz kleines Beispiel. Findest du die gleichen Männer toll, die deine beste Freundin toll findet? Meistens. Nein. Ihr habt da eine verschiedene Meinung. Magst du deswegen deine Freundin nicht mehr? Das ist ein winzig kleines Beispiel. Ja, der hat eine andere Meinung, eine andere Sichtweise. Und? Sei froh drüber. Will sie nicht dein Mann. Ja, war blöd. Und das hier spricht alles für den, dass wir am Montag wirklich Lösungen für alles Mögliche bekommen, dass wir wieder runterfahren können. Und das hatten wir auch letzte Woche doch schon, dass wir eine Auszeit bekommen, dass wir durchschnaufen können, dass wir wieder mehr Zuversicht bekommen, jetzt im Allgemeinen. Und das hier im Kleinen ist hier genauso. Hier bekommen die Kinder mehr Freude und die Kinder spüren diese Energien eher. Also wenn du Kinder hast, und da wäre in dem Fall wäre sogar gut, wenn du noch kleinere Kinder hast, beobachte die mal ein bisschen. Sind die jetzt auf einmal besser drauf, lebensfroher, vergnügter, vielleicht auch aufgezogener, also was man nicht so gern mag als Mutter, das überhaupt keine Ruhe mehr geben, du weißt, was ich meine. das alles, also diese Veränderungen, die du an den Kindern siehst, haben mit diesen Energien zu tun. Da siehst du, kannst du wirklich, von deinen Kindern kannst du unwahrscheinlich viel lernen, wenn die auf einmal zuversichtlicher werden, freudiger werden, ausgelassener werden, ausgelassen ist das richtige Wort, weißt du, hier, das liegt in der Luft, nimm es an. So, an Kindern siehst du es, du siehst es auch an deinen Tieren. Vielleicht wollen sie plötzlich mehr raus, Katzen fangen wieder zu spielen an und. Das alles, wenn du deine Umgebung im Kleinen beobachtest und weil du noch nicht so fühlig bist mit den Energien, spürst du oder siehst du da die Energien, denn kleine Kinder nehmen die automatisch an. Tiere, erst zweimal.
Wenn sich ein Tier, unser Kater zum Beispiel, wenn der sich verkriecht, weiß ich, es gibt ein Gewitter. Das weiß der vorher. Und der hat Angst vor Gewitter. Der, wenn sich verkriecht, dann weiß ich, opala, es gibt ein Gewitter. Und der hat auch Zeiten. Da liegt er bloß faul rum, dann ist Zeiten, da kommt er eineinhalb Tage nicht heim. Da hat sich gesagt, was ist mit unserem Kater los hier? Hallo, kenne ich gar nicht so. Das ist halt dann eine energetische Zeit. Natürlich erklärt man uns das dann, was weiß ich, wie sie es uns erklären. Hör mal auf dieses wissenschaftliche Erklärblödsinn da zu hören, sondern hör mal, vertrau mal deinen Augen, vertrau deinen eigenen Gefühlen. Daran erkennst du es. Du erkennst es auch, wenn es geregnet hat, dann verändert sich die Luft. Macht's ja immer. Doch ab und zu fällt es dir richtig auf. Und ab und zu fällt es dir nicht auf. Warum? Hinterfrag das mal. Nicht, weil du nicht Obacht gibst. Weil wenn dir grundsätzlich auffällt, oh, heute ist eine frische Luft draußen, ist das nichts, wo du jetzt Obacht gibst, sondern einfach, weil du es gemerkt hast. Also wirst du es nächste Woche genauso merken. Sondern weil es wirklich so ist. Weil der Regen gereinigt hat. Der reinigt immer, aber an diesen Tagen besonders, weil die Energien eben noch dazu geholfen haben. Auch da erkennt man es. Man erkennt es auch an die Pflanzen, aber da musste ich jetzt wieder sich das Erde reinwurzeln. Habe ich keine Ahnung von, mit Pflanzen kann ich nicht. Also man erkennt es aber trotzdem an so vielen verschiedenen Sachen, was die Energien uns gerade sagen. Und du merkst es aber auch an dir, wenn du Obacht gibst. Wenn du ich zum Beispiel, heute, jetzt gerade, jetzt vor einer Stunde, ich habe mich nach dem Essen hingelegt und habe da was angehört, bin aber natürlich eingeschlafen, aber das war Absicht, also ich darf nicht einschlafen. Und bin dann aufgewacht und mein Gedanke war, welche Hausaufgabe habe ich noch nicht gemacht? Im Ernst, ich habe aber nichts mit Kindern, also meine Kinder sind alle sehr, sehr groß. Und ich musste richtig lachen über mich, denke mir, wie komme ich denn jetzt da drauf? Das war das Unbeschwerte. Ich hatte keine anderen Sorgen, keine anderen Dinge wie, was muss ich für Hausaufgaben jetzt noch machen? Also, welche einzige Aufgabe habe ich jetzt noch, die ich noch zu erledigen habe? Ein Kind hat nur Hausaufgabe als Aufgabe, sage ich jetzt mal. Nur das war da. Also es war jetzt nicht da, oh, es tut mir irgendwas weh oder was weiß ich was, sondern welche Hausaufgabe muss ich noch machen? Und wenn du auf sowas achtest und sowas mal dann hinterfragst, ist es ganz einfach. Wie komme ich denn drauf? Ich fühlte mich praktisch wie wieder als Kind, als Jugendliche, wo ich meine einzige Aufgabe war, eine Hausaufgabe zu machen und sonst völlig unbeschwert bin. Das sind diese Energien. Und sag, du merkst es überall. Shit, ich bin ja schon wieder hier im Spirituellen. Okay, weltlich nochmal ganz kurz. Shit. Also, ein schöner Tag, wenn du ihn annimmst, die Lösungen kommen, wenn du das, was dich stört, verabschiedest, es ist vorbei, es ist Vergangenheit, die brauchen wir nicht mehr, dann kommt die Lösung für heute, für morgen auf den Fuß und deine Umwelt, deine nahe Familie dürfte hier wirklich in Freude sein und es müssten wirklich sehr positive Gespräche entstehen, die auch Energien geben. Es gibt oberflächliche Gespräche, bla bla. Es gibt aber auch Gespräche, wo man gebannt ist, die einem wirklich etwas bringen. Das sind energetische Gespräche, wo man zum Beispiel nicht mal wirklich alles verstehen muss, was die Leute erzählen. Also mir passiert das oft, wenn ich mir, ich habe Bücher gelesen, von denen ich keine Ahnung habe. Also ich habe Bücher gelesen, da habe ich jeden dritten Satz musste ich zweimal lesen, weil ich keine Ahnung habe, was ich da lese. Aber ich musste dieses Buch lesen, weil er mir energetisch etwas gab. Weil irgendwas in mir das verstanden hat, was da geschrieben steht. Das war mir vollkommen bewusst. Ich als Mensch habe es noch nicht verstanden. Aber das hat in mir dann mit der Zeit etwas gemacht. Und das sind so energetische Gespräche oder energetisches Lesen, je nachdem. Das ist einfach so. Kannst dich drauf verlassen. Und das darf da an diesem Tag alles entstehen.
wenn du den Tag einfach wirklich als positiv annimmst und auf diese kleinen Zeichen, die dir überall gegeben werden, auch annimmst. Also ein schöner Tag. Gut, weltliche aus. So, jetzt kommen wir zum Spirituellen zurück. Genau, wie man sowas erkennt, habe ich jetzt schon erzählt. Jetzt lass uns erstmal da reinschauen. Und okay, also ich habe hier eine die Szene hat mich erinnert an den Abraham hat das Meer geteilt erinnert. Wir gingen irgendwo und dann kam das Wasser oder ja, es war nicht wirklich Wasser, es hat bloß ausgesehen mit Wasser, es war kein Wasser. Das bis hierher, also hier gingen wir, ganz viele Menschen, und das kam bis hierher und machte dann so einen Bogen um uns rum. Und wir sind praktisch in so einem Tunnel gewesen, ziemlich breiten Tunnel, und wir waren beschützt. Das war kein Wasser, das war eine Energie. Also wir fühlten uns nicht eingeengt oder so, also wir haben das auch gar nicht so wahrgenommen, weil ich habe nämlich, ja, ich hatte das Wasser im Kopf und haben mir gedacht, haben die Leute da keine Angst, dass das runterfallen könnte oder so, aber das hat diese Menschen da gar nicht tangiert, also die haben es gar nicht gespannt. Darum, es waren Energien, die uns hier einen Tunnel bauen, einen Schutz geben, um in diesen Pfad oder wo auch immer wir sind, hier uns austoben können, uns runterfahren können. Das ist ja, das ist das, was ich gesagt habe. Man gibt uns einfach eine Auszeit, um zu uns zu kommen, um das, was ist, anzunehmen. Und aus dieser Warte heraus, wenn du auf einmal dein ganzes Leben erlebst, so wie du es immer hast, und nächsten Tag, ohne dass du es weißt, hast du hier einen Schutz um dich herum und erlebst den Tag, du hast jetzt keine Ahnung von irgendwas, merkst einfach, der Tag ist irgendwie leichter, irgendwie anders, obwohl er nicht anders ist. Das ist dafür da, dass die Menschen annehmen können, dass wir leichter annehmen können und dadurch natürlich auch verabschieden, weil wir merken, wenn wir in diesem positiven Tunnel sind, merken wir, dass was gestern war, erstens war es gar nicht so schlimm, weil der Tag ist ja der gleiche wie der gestrige, also weißt du, was ich meine? Ich erlebe die gleichen Sachen. Und heute nerven sie mich nicht, heute regt es mich nicht mehr auf. Heute ist mir eigentlich egal und heute sage ich auch, ich habe noch 5 Minuten, setze mich am Baum, wenn der Sommer wäre, ist er wurscht, und genieße noch 5 Minuten die Sonne, anstatt wie gestern zu sagen, oh, bloß noch 5 Minuten und jetzt rauche ich noch schnell eine oder versauen wir diese 5 Minuten. Heute genieße ich sie, obwohl es der gleiche Tag ist und so weiter. Ich sehe mein eigenes Leben aus einer relaxteren Augen, weil die Energien eben mich das sehen lassen und kann dadurch auch die Vergangenheit annehmen. Denn ich merke, gestern war kein anderer Tag wie heute. Ich mache das Gleiche. Du weißt, ich gehe in die Arbeit, ich stehe auf, bla bla bla. So wie ich heute. Ich bin auch, ich habe mich hingelegt und das Einzige, was mir einfällt, welche Hausaufgaben muss ich noch machen? Wir tun die Hände weh und morgen früh muss ich um 9 Uhr muss ich aufstehen und was weiß ich was. Nein, sondern nur, was muss ich noch tun? Und das wäre sehr positiv gedacht. Das Leben ist schön. Das kommt
peu à peu zurück zu uns. Und durch dieses neue Hinsehen des Lebens, durch dieses neue Gefühl, das gleiche Lebens wie gestern, kann ich das Gestrige annehmen und auch erkennen, warum ich gestern anders reagiert habe. Weil ich gestresst war, weil ich genervt habe, weil. Und wenn ich das dann annehme, dann kann ich es auch verabschieden. Denn jetzt sehe ich ja, dass es anders, viel einfacher geht. Und das, diese Phase startet jetzt und hält besonders den Einzug im Kleinen. Das heißt, wir merken es vor allem bei den Kindern, in der Familie, im nahen Kreis. Da wird es besonders für uns sichtbar werden, ganz klar. Und sind eben dafür da, dass wir uns leichter tun, mit dem Alten, das Alte loslassen zu können, weil wir sehen das Neue oder man kann das Alte anders sehen und dann ist es auch schöner. Ich sage jetzt nicht, dass morgen jeder ein wunderschönes Leben hat, aber wenn er es vergleicht mit einem vergleichbaren Tag, ist er morgen besser. Und dann kann ich den annehmen, die Vergangenheit verabschieden, ich kann die Emotionen leichter erkennen und so weiter und so weiter. Das sind eben diese Energien, die wir hier bekommen. Wir haben hier auch dann Gespräche, die das Ganze auslösen wird. Wir haben hier, habe ich ja extra gemacht, Abschied und vorbei. Hier liegen unsere universalen Helfer drauf, die ja natürlich, wenn die Energien uns hier beschützen, beschützen uns auch unsere Helfer, unsere Schutzengel und so weiter, die sind ja noch näher an uns ran. Nein, das stimmt überhaupt nicht, aber das ist rein für uns Menschen, sieht das so aus. Oder stellen wir uns so vor, sagen wir mal so. Die dann natürlich auch mithelfen, um uns das Leben einfach von einer anderen Seite zu zeigen, obwohl das Leben das gleiche ist. Und dadurch ergeben sich unwahrscheinlich viele Lösungen für alles. Ich finde es eine interessante Energie. Ich werde mir morgen Mühe geben, das auch zu sehen. Das wäre mal ganz wichtig. Ich sollte mir das immer aufschreiben. Aber naja, wäre uns jeden von uns wichtig, dass man sich das mal anschaut, die nächsten Tage, und mit einem vergleichbaren Tag vergleicht. Und ob es dann wirklich so ist und was ich daraus lernen kann und was ich dadurch verabschieden kann. Und wenn ich das immer und immer wieder mache, komme ich peu à peu in ein ganz, ganz neues Leben. Na gut, dann werden wir sehen, wie das morgen wird und wir sehen uns wieder und habe die Ehre. No. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist.
Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme. Die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.